Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Gartenpoe. Ich habe einen Brief, den wollen wir uns jetzt mal zuerst anschauen. Hast du die Sternschnuppen gesehen? Wenn du danach draußen bist, halt dir ein Auge auf den Himmel gerichtet. Du könntest Glück haben und eine Sternschnuppe finden. Solltest du eine finden, kannst du gerne meinen Amboss nutzen, um sie aufzubrechen. Legenden besagen, eine Sternschnuppe enthalte wertvolle Schätze, um sie aufzubrechen. Halte sie einfach in der Hand und benutze meinen Amboss. Alles klar? Wir sollen ja sowieso eine Sternschnuppe collecten. Von daher müssen wir mal ein bisschen die Augen offen halten. Jedenfalls habe ich zwei Tage jetzt halt mal das eine Mal ein bisschen gefarmt, dann am nächsten Tag habe ich dann Sachen verkauft und ja, ein bisschen 3100 haben wir jetzt halt. Und ich habe rum überlegt wegen diesem Grill und ich bin fast verzweifelt. Ich habe dann mal eine Fackel hergestellt, weil ich mir dachte, naja gut, vielleicht muss ich mit der Fackel anzünden. Es hat nicht funktioniert. Dann habe ich ein Stück Kohle geholt und habe mich daneben gestellt. Da war dann auch nichts. Ihr seht schon, ich habe zwei gegrillte Fisch. Geheimnis ist eigentlich, man stellt sich mit dem Fisch daneben und dann sieht man schon dieses E-Place und dann kann man hier nämlich den Fisch einfach draufschmeißen und es dauert halt einfach ein bisschen und dann bekommt man den. Und ja, das habe ich durch Zufall im Grunde rausgefunden, muss ich echt sagen, weil wie gesagt, ich hatte dann den Fisch in der Hand, weil ich geangelt habe und das Stück Kohle und ich bin ja nur dann mit dem Mausrad quasi einmal drüber gegangen und schon hatte ich den Fisch angezeigt hier mit Drop. Also sollte das jemand jetzt bei dem letzten Part mit reingeschrieben haben, vielen herzlichen Dank jetzt schon mal dafür. Ich habe eben einfach nicht locker gelassen. Ich habe hier rumprobiert und gemacht und Feuerstein und das aufgeweichte Papier. Also alles Mögliche habe ich ausprobiert. Ja, wäre für euch vielleicht sogar lustig gewesen. Aber ich konnte mich irgendwie nicht stoppen. Ich musste einfach machen. So, jetzt jedenfalls, wir haben einen Fisch. Ich weiß noch nicht, was mir der jetzt überhaupt bringt. Ich würde den jetzt halt auch unten einfach mal reinlegen, weil ich denke nämlich, dass ich den halt dann essen kann, sobald ich Energie weg habe. Und ich brauche sowieso ein bisschen Holz, von daher würde ich sagen, tun wir mal ein bisschen Holz sammeln. Manchmal wird es angezeigt, manchmal nicht. Keine Ahnung warum. Da wird es jetzt wieder angezeigt, dieser blaue Balken. Naja. Ist halt noch der ein oder andere kleine Bug drin oder kleine Fehler drin, aber das ist etwas, was ich, naja, ist mir total egal. Das sind so Kleinigkeiten da zum Beispiel, ne? Da kann ich drauf verzichten. Ich weiß, ein Baum braucht 4 Schläge, ein Gebüsch braucht 2 Schläge und damit soll es ja auch gut sein. So. Einfach mal ein bisschen Hölzle holen, dass wir irgendwas machen können. Zum Glück geht die Axt nicht kaputt. Aber ich denke mal, dass es bessere Werkzeuge geben wird. So, jetzt bin ich mal gespannt, was mir der Fisch bringt. Ob der mir was bringt. Ich habe es wirklich noch nicht ausprobiert. Ich habe keine Ahnung. Consume gegrillter Fisch. Okay, ein bisschen was bringt er. Ja, wenn ich da erst einmal 100 Stück geangelt habe, dann ist es ja schön. Super. Naja gut, es wird mit Sicherheit Speisen geben, die mir noch mehr Energie auffüllen. Der Zitronensaft da, der ist ja jetzt auch nicht gerade sehr viel mehr gewesen. Der war, glaube ich, sogar weniger. Also von daher nicht beschweren. Ich bin froh, dass ich jetzt endlich was habe, was mir die Energie wieder auffüllt und was mir dann dadurch natürlich die Möglichkeit gibt, mehr zu farmen. Ne? Das ist auch ganz klar. Oder dann eben auch die Pflanzen anzubauen, dass wir die ernten können. So. Noch ein bisschen was holen. Nee, ich wollte eigentlich die Beeren aufsammeln, aber hat schon anscheinend, ne? Ja. Wie ihr seht, 4 Päckchen habe ich auch hier drin. Blue Mystery Boxen, die sollten wir ja finden. Ja, und beim Angeln, da habe ich halt dann gleich 4 Stück rausgeholt. War jetzt natürlich dann auch nice. So, schauen wir mal, was können wir denn rausschmeißen? Die Steine können wir rausschmeißen. Das Kupfer gehört da eigentlich nicht rein. Was haben wir denn davor? Ich habe eh keine Ordnung hier drin. Ne?
überhaupt nicht die geringste Ordnung. Das ist, naja, was soll's halt. Die Bären hättest du reintun können. Die Bären und sonst eigentlich doch den Ding hier, das da. Okay. Die anderen Fische würde ich tatsächlich erstmal noch auf den Grill schmeißen. Ich möchte es jetzt auch mal ausprobieren, wenn ich die jetzt hier drauf schmeiß, die zwei. Oh. Ob die mir verbrennen oder keine Ahnung was. Mal ausprobieren schnell. So, dann das da. Samen, die waren irgendwie hier in der dritten Kiste. Da waren sie. Da waren die Samen drin. Und die Blumen unterschiedlich, ne? Fisch hast du keinen mehr. Da sind die hier. Und Löwenzahn ist wahrscheinlich dann da drin. Yep. Genau. Und da habe ich mir eben die mal aufgehoben. Genau, nur eine rüber. Aufgehoben, weil wir haben nämlich hier noch diese 10 Stück zu sammeln. So, jetzt ist die Frage, wo tun wir jetzt das Holz hin? Ganz hinten passt es nicht mehr rein. Hier auch nicht, aber da können wir vielleicht noch den Fisch mit reinschmeißen. Ach so, nee, raus damit. Das Kupfer schmeißen wir da mit rein. Dann tun wir den Fisch hier auch noch raus. Aber die passen ja auch nicht mehr da rein, ne? Oh, da muss ich echt extra Kisten machen. Ich muss mal schauen. Welche ist denn das jetzt? Die da. Gut. So, dann tun wir die zwei Fische eben mal da rein. Die alte Flasche. Puh, keine Ahnung. Das ist so viel Zeug schon wieder. Und vor allem, ich kann halt immer nichts wegtun. Weil mir das auch ein bisschen zu Entschuldigung, gefährlich ist, dass ich dann doch irgendwas brauche und dann kriege ich es vielleicht nicht mehr oder ach, was weiß ich. So, wir können die Insekten herstellen. Wo seid ihr da? Die Fischköder. Das ist die Frage. Herstellen. Ich meine, wir haben die Werkbank und wir haben die. Nee, die Kochstation haben wir gar nicht, ne? Ah, gut, dass ich die Fackel schon habe. Also wir bräuchten quasi die 10 Holzbretter. Die könnten wir uns, glaube ich, sogar herstellen. Weil ich habe nämlich 108 Hölzer und Steinblöcke. Jetzt ist nur die Frage, wie viel Stein habe ich? Und wenn ja, warum nicht? Tun wir mal die hier. Da sind auch noch Blumen drin. Da sind die Samen drin. Ne, da sind die Samen. Da war der Fitch, genau. Ne, wir haben... Ach, da. Da. Gut. Dann passt's. Moment, drin bleiben. Machen wir mal, habe ich... Ah, da könnte es auch reichen. Jawohl, Craft. Cool. Building Mode. Dann würde ich aber sagen, dass wir die hier neben den Grill mit dazu stellen. Wenn das geht, am besten hier dazwischen. R2 Rotate. Ja. Why not? E-Cook. Was können wir denn gucken? Spiegelei, gebratenes Entenei, gebratenes goldenes Ei. Holla. Strawberry Tea. Nochmal ein Tee. Erdbeerfüllung, Blueberry Filling. Da braucht man gleich 10 Blueberries. Kürbisfüllung, Sherry. Box of Chocolates. Mei, Pilzspieße und so weiter gibt's hier. Da kann man ja richtig viel Zeug herstellen, das ist ja der Hammer. Mein gut, da braucht man natürlich dementsprechend die Zutaten. Aber ich denke, das sollte im Laufe der Zeit kein Problem sein, denke ich mal. Okay, also der Fisch ist jedenfalls nicht weg. Pickup, genau. Aber warum war jetzt da Place gestanden? Der Shop can be... Oh, ja, ja, der Shop ist mir jetzt ehrlich gesagt erst einmal egal. Ich möchte das ein bisschen ausreizen, dass wir jetzt hier die Möglichkeit haben,
mit dem Fischbraten, dass wir dann eben auch... Warte mal, sind das die gleichen? Nee, das sind anscheinend unterschiedliche. Geh mal raus aus der Chest. Gegrillter kleiner Fisch, gegrillter Fisch. Okay, da gibt's auf jeden Fall Unterschiede. Das ist schon mal interessant, ne? Würde ich sagen. So, wir können aber auf jeden Fall zu Hash gehen und zu Sammy. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wo ist wer? Hash ist Sammy. Sammy ist hier. Und Hash war doch... Oh Mann. Ach ja, Hash war in der Höhle, stimmt ja. Hey, manchmal, ne? Manchmal ist das schlimm mit mir. Okay, in die Richtung müssen wir. Gehen wir nämlich erst einmal hier rüber. Okay, wir müssen in die Richtung. Consume, lass, geh mal auf die Tasten, ups. Habe ich die jetzt beide aufgesammelt anscheinend, okay. Dann gehen wir mal zu ihr hier. Hallöchen. A couple of petals, ja. Collect 10 violette, okay. 445, wunderbar. Davon könnte man sich doch Weizensamen kaufen. Ja, auf jeden Fall. Wir kaufen da gleich mehr. Weil wenn die jetzt nur 5 Münzen kosten, dann kaufe ich da mehr. Weil wir mit Sicherheit davon was kochen können. Und auch das, dass wir jetzt ja gerade ein bisschen Geld verdient haben, können wir uns die 50 schon leisten. So, violette Schmuckblumensamen. Ist die Frage, ne? Für wie viel kann man die dann verkaufen, wenn ich da einen Samen ausbringe? Das habe ich halt noch nicht gesehen, ne? Also wahrscheinlich bekomme ich dann eine Blume von, ne? Ihr wisst schon. So, die zweite Brücke ist fertig. Das ist aber blöd, dass die so in die Richtung ist, aber naja, was soll's, ne? So, halt, deliver to hash. Kann ich eigentlich da hinten noch was machen an der Schmiede? Ich sehe ein Ausrufezeichen. Beltran, wir brauchen immer noch einige Materialien, um Werkzeuge zu bauen, damit wir die Dornen beseitigen können. Ich habe dir eine Spitzhacke mit der Post geschickt. Grabe in der Mine etwas Silber für meine Spitzhacke. Komm zu mir, wenn du 10 Geoden hast. Du kannst die von jedem Stein bekommen, aber die meisten bekommst du von roten Steinen in der Höhle. Alles klar? Tja, dann... Ich habe jetzt halt eine Steinspitzhacke. Ich weiß nicht, ob ich von ihm jetzt halt eine bessere Hacke bekomme. Schauen wir halt einfach mal in unseren Briefkasten. Und dann werde ich mich auf jeden Fall auch nochmal hinstellen und eine Weile angeln, weil das ist schon wichtig, habe ich festgestellt. Naja, sammel doch die mal auch noch auf. Oh, running out of energy. Warte mal, tun wir mal das oben rein. So. Beim Chicken steht Feed Chicken Full. Also ich vermute mal, dass wenn die full sind, dass ich die dann nicht füttern muss. Also ich kann sie mal streicheln, knuddel, knuddel. Und dann war es das aber auch schon. So, Federei. Das passt schon mal so. Und da wir den Fisch haben, ich würde sagen, wir gehen jetzt halt einfach mal nach hinten zur Höhle. Natürlich ein bisschen sammeln dabei. Not enough energy. Ist komisch, dass ich einen Stein aufsammeln kann, aber nicht... Naja, egal. So, halt. Schmeiß den mal nach oben und nimm lieber mal den Fisch nach unten.
So. Hey, Hash. Ah, so you managed to pop a bubble? It seems you're not that helpless. Also es sieht so aus, als hättest du es geschafft, eine von den Blasen zum Platzen zu bringen und du bist anscheinend nicht zu hilflos. Hier ist ein Lavendel für deinen Ärger, and I don't need this box. Und ich brauche diese Box nicht. Ghetto popping those bubbles and prepare for the dungeon. See you tomorrow. No. Also ich soll jetzt halt noch weitere Bubbles jagen. Und am nächsten Tag wieder kommen. Na super. Mal schauen, 10 Weizen. Ja. Jetzt probiere ich das einfach mal mit Auffüllen mit dem Fisch. Und dann werden wir mal hier ein bisschen Weizen ansehen. So, gegrillter kleiner Fisch. Okay, was bringt der große? Ah, der bringt schon gleich das Doppelte an Energie, ne? Okay, machen wir mal die 2. Es ist ja 3, 4, 5. Ich mache jetzt mal 10 Felder. Ich hoffe, ich schaffe die schön nebeneinander. So, dann einmal das Weizen. Achievement unlocked, okay. Muss dann nur mal schauen, weil ich glaube... Oh, nee. Out of energy. Warte mal, wir könnten mal die Boxen auch öffnen. Ui, Goldfisch. Okay. 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 Also, kleine Krabbe können wir wahrscheinlich auf den Grill schmeißen. Errungenschaft freigeschaltet, Planting Pro. Okay. Also die Krabbe können wir nicht drauf schmeißen. Die Garnele vielleicht. Auch nicht. Okay. Dann gehen wir mal an die Fischkiste hier ran. Dann nehmen wir uns mal den Goldfisch raus, schmeißen die Garnele rein. Und dann schmeißen wir mal den blauen Schnapper, den Goldstaubkärpfling, kleiner Fischlaster. So, das schmeißen wir mal raus. Dann gucken wir mal, was wir drauflegen können. Okay, die kann ich placen. Kann ich euch auch noch placen? Nein. Also man kann immer nur eine bestimmte Sorte draufschmeißen von den Fischen. Pickup. So, bin mal gespannt. Pickup und Place. So, dann kann ich den roten Schnapper, also den müssen wir jetzt auf jeden Fall mal, den kann ich jetzt nicht mit draufschmeißen. Ich probiere es jetzt mal, ob ich den einen oder anderen Fisch bei einem anderen mit draufschmeißen kann. Pickup, Place. Dann probieren wir das mal mit den Gold-Dingsbums. Nein, geht auch nicht. Aber der eine gebratene Fisch ging unten mit auf die 8 drauf, ne? Ja, ging jetzt halt auch mit drauf. Naja, gut. Das finde ich ja schon mal nice. Ich denke mal, dass man sowas wie rosa Koralle oder so ja, keine Ahnung, vielleicht als Deko oder sowas machen können oder ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich sie lieber ins Wasser setzen, wo sie hingehört. So, place, place, place. So, dann sind da 3 Fische schon mal drin. Wir können uns einen gegrillten Fisch reinziehen. Ja, ja, running on low energy. Ha. Achso, ja, die musste ich ja holen, ne?
Aber das war jetzt eher Zufall, dass ich die gesehen habe. So. Also hinstellen und drauf warten tue ich nicht. Bestimmt nicht. So, dann können wir dieses Ding eigentlich auch noch aufmachen. Nochmal einen Fisch. Naja, dann. Warte. Goldfisch einmal nach unten nehmen. So, pick up, place. Aha, okay. Das ist der gegrillte kleine Fisch. Aber ich denke mal, dass der Goldfisch auch ein kleiner ist. Pick up. Nee, der war sogar... Okay, keine Ahnung. Ist egal. Jetzt würde ich sagen, gehen wir noch mal zum Wasser. Dass wir noch ein bisschen angeln können. So, weil Angeln kostet ja keine Energy. Von daher werde ich jetzt mal noch ein paar Fische rausholen. So, ich denke mal, das wird das letzte Angeln jetzt sein. 23 Uhr. Ja, obwohl, es wird wahrscheinlich um 12 Uhr dann soweit sein, dass es dann plötzlich dunkel wird. Auf jeden Fall habe ich schon festgestellt, es ist egal, wenn man draußen ist, dann schläft man halt einfach ein um die Zeit und wacht dann auch im Bett wieder auf. Also insofern finde ich das jetzt nicht schlecht, wenn man dann wirklich sagt, okay, ich stelle mich dann am Abend nochmal hin zum Angeln und versuche mal mein Glück. Manchmal hat man halt auch nichts und angel einfach noch. So ja, really tired, ich weiß schon. Aber das ist dann auch egal, wo man ist wahrscheinlich, weil man wird dann automatisch nach Hause katapultiert, was natürlich dann auch wieder zulässt, dass man mal ein bisschen weiter außerhalb geht. So, Papier und ich, genau, bin raus. So, ich habe 445 Gold einge... Okay. Ready? Ready, set, go. Schauen wir mal, was der nächste Tag bringt. Also im Grunde reizt mich das dann schon, dass man nicht nur einen Grill da stehen hat, sondern eventuell sogar zwei Grill. Oh. Da wächst einfach eine Blume. Sabralot. So, dann schauen wir mal, dass wir den Weizen nochmal bessern. Wunderbar. Und? Ja, vollgefüllt. Also am nächsten Tag ist es dann soweit. Das ist gut. So, jetzt könnten wir auf jeden Fall, Moment, geh nochmal ins Inventar, erst einmal die zwei nach oben schmeißen. Dann den Fisch runter und den Fisch runter. Weil ich mache jetzt halt hier mal ein bisschen einen auf Vorbereitung. Okay, den kann ich nicht mit platzieren. Pick up. Place. So, ah ja, das war ein gegrillter kleiner Fisch. Dann tun wir mal den hier runter und... Achso, mehr haben wir nicht. Okay. Oh, warum ging das jetzt nicht weiter? Achso, wenn ich im Menü bin, dann läuft anscheinend die Zeit nicht weiter. Okay. So. Dann die zwei. Jawohl. Und dann gehen wir mal in die Höhle. Weil der Marktstand ist mir jetzt gerade aktuell ein bisschen egal. Ach, wir könnten noch ganz kurz zu den Hühnern gehen. Das wäre jetzt das Einzige, wo ich sage, das können wir machen. Ja, und Hunger oder was? Habt ihr jetzt nicht, oder wie? Also, streicheln kann ich euch. Und dann mal das Ei raus. Und die Feder raus, dann tun wir mal das Futter rein. Full. Also ich brauche die Hühner
anscheinend nicht so häufig füttern. So, nehmen wir mal die Boxen rein. Oh, was ist das? Eine Herzschürze. Ah, da kann man die drauf tun, oder was? Ach so, das ist Kosmetik. Okay. Oh, naja. Okay. Ist in Ordnung. So, dann gehen wir nochmal ganz kurz zum Grill, weil dann hauen wir nämlich den Goldfisch auch noch drauf. Place, ja, bitte. Und dann hätten wir auf jeden Fall dann auch einiges an, ja, an Stärkung, ne? Das finde ich nicht verkehrt. Vor allem, ich weiß ja nicht, ob wir irgendwie Stärkung oder so brauchen. Naja. Ach halt, warte mal, das ist Blödsinn, wenn ich jetzt loslaufe und hab dann dieses ganze Zeug hier einstecken. Schauen wir mal, was ich davon losbekomme. Das Papier bekomme ich hier rein. Den Lavendel kann ich da rein tun. Den Seetang. Die Dingsbums-Koralle leider nicht. Wir könnten den Weizen raustun, dafür die Koralle rein. Und Weizen dann eben woanders rein. So, dann haben wir hier die Kiste mit den Fischen. Genau, da kommen die Samen rein. Ihr kommt hier rein, hoffe ich. So, jetzt. tun wir den Weizen hier einfach mit rein, das passt dann schon. So, Blueberries mal raus. Im Grunde, ich tue einfach mal alles raus, weil ich habe jetzt eh keinerlei Sortierung hier. So, Achso, einen Weizen kriege ich auch nicht raus. Okay, dann tue ich mal den Weizen hier rein. Gut. Schauen wir mal. Ich lasse mal die Pfoten ausgerüstet. Du sollst doch nicht sammeln unterwegs, Mensch. Heimat. So. Nice Höhle. Ich finde es wirklich toll. Also ist jetzt kein nicht spaßig gemeint, sondern ich finde es wirklich toll. Also das komplette Game macht mir richtig Laune. Und ich freue mich schon, wenn wir beim nächsten Mal dann Hasch ansprechen. Tja, für heute ist nämlich erstmal fini. Schauen wir nochmal ganz kurz zum Schluss hier hinten in die Truhe rein. Okay, da gibt's nichts, das ist keine Truhe, alles klar. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne Kommentare da lassen und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.